Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 3 Nemesis. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, meine Kollegin Miss Fortuna LP ist auch wieder mit von der Partie. Hallo. Hallo. Und Juhu. Ich bin jetzt offscreen zurückgerannt und habe einiges abgelegt und habe jetzt momentan nur die Ranch dabei, weil wir jetzt ein bisschen mehr Platz brauchen und ich habe hier alle Zombies schon mal kalt gemacht. Das ist nicht so relevant, deswegen erwähne ich das jetzt auch gar nicht. Und ja, es hat alles funktioniert, Gott sei Dank. Der USB-Hub ist mir nicht abgekackt, Gott sei Dank. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Okay, ich höre lieber auf. Ja, hör lieber auf und lass mich das machen. Halleluja. Was denn? Nein, wir sind jetzt auf dem Weg zur Tanke, denn wir müssen noch kippen. Holen. Genau. So. Oder wir müssen einfach chillen nachtanken, weil sie ist auch schon langsam powerlos. Weil mit der mit dem Schraubenschlüssel müssen wir eben. Was denn? Nicht. Was denn? Das sollte kein Kommentar deines flachen Witzes sein, aber... Alles klar. Nein, die Kurbel ist uns ja letztes Mal grandios abgebrochen. Und ganz jetzt genau. Ist Jill, aber Jill ist ja die Master. Und sie bewegt ihren Hintern so richtig sexy. Sie nimmt den Hintern als Schwungmasse, damit es besser geht beim Drehen. Das ist die natürliche Schwungmasse der Jill Valentine. Also jetzt merkt man wieder, dass die Frauen das einfach gut können. Also man kann das nicht, glaube ich, mit einem Hintern so sexy wackeln. Ich habe schon Männer gesehen, die konnten sich besser bewegen, was Hüftschwung und so angeht, als Frauen. Also nee, das ist übelst krass. Nee, das habe ich noch nie gesehen. Das ist Wahnsinn. So, da liegt ein... Ja, geil, Pulver. 3 Stück. Yay. Und wie viel Platz habe ich jetzt eigentlich? Ich glaube, genug. Ja, deswegen. Ja, 4 müssten frei sein, oder? Ja, 5 glaube ich sogar. Oh, schön. Und das Spiel ja, ich habe gerade schwarzen teilweise. Bildschirm. Ich weiß, ja. Ah, 5. Sehr gut. Ja. Jawohl, das ist sogar noch besser. Und das Rätsel, was jetzt uns bevorsteht... Okay, da kommt jetzt ein Cutscene. Jill! Carlos! Hey, the zombies are getting restless. Stars! I know. Stars! I hear them. What's going on? So, ja, wir ignorieren jetzt einfach mal Carlos. Carlos! Jill. Verpisse dich! Ist unsere What's Aufgabe! Wrong? They're coming. Die Zombies kommen. They know we're here. Hey, calm down. Any objections to my playing hero this time? Er ist so ein Held. Also Carlos will es den Helden heraushängen lassen, aber ja, mir egal, ist an dieser Stelle. Das Rätsel, was jetzt auf uns zukommt, ich weiß, das ist so ein Random-Rätsel, das kann man quasi nicht mal richtig herausfinden. Da muss man sich wirklich einfach auf gut Glück durchklicken. Hm? Ich habe, glaube ich, mal irgendwo gesehen, da hatte jemand tatsächlich wirklich eine Strategie. Aber ich habe, als ich selber gespielt habe, habe ich auch einfach nur Knöpfe gedrückt, bis es funktioniert hat. Ja, und das geht auch relativ auch schnell, muss man sagen. Also das ist kein Problem eigentlich. Ja, ich kriege das einfach, wie gesagt, alles durch. Ja. A, B, C, D, E, F, G. Okay, das erste hat gleich geklappt. A, B, und das war schon C, D, mit E, dem... F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Wie geht's nochmal weiter? Interessiert mich jetzt gerade gar nicht, aber naja. Scheiß auf Alphabet, brauche ich nie. Genau, ich bin Analphabet. Jawohl. Yay, na das ging doch fix. Schön. Hast fein gemacht, drum wirst du auch nicht ausgelassen. Wir bekommen das Maschinenöl. Super Sache, das müssen wir nachher noch kombinieren. Ja. Ach du Scheiße. Nein. Boy, hätte man da auch noch rein können, reingekommen? Ja, das ist nicht sein, also habe ich das gar nicht gezeigt. Ach so, okay. Wie gesagt, ich zeige nur das Wichtige, was man wirklich sehen muss. Und jetzt gehen wir raus. Ja, Jill, geh doch raus. Okay, das muss ich wieder machen. Typisch. Das schafft sie dann nicht mehr, noch schnell sich umzurühren. Jetzt gehen wir doch raus. Zu Carlos. Carlos! Come stai? Eh? Carlos! No! No. Relax, I'm not dead yet. Er verarscht sie voll, ne? Are you okay? Vor allem, ich höre es ja nicht, aber vor allem, wenn ich mich richtig erinnere, sagt er, glaube ich, er sitzt da nur, weil er erschöpft ist oder irgendwie so, ne? Ja, irgendwie sowas hat er gesagt. Man denkt übel, den haben die Zombies halb zerfleischt und der sagt bloß, ach ja, ich bin müde. Genau. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ach so, wir können das gar nicht mitnehmen, sonst hätte ich jetzt das rote Kraut auch mitgenommen. Oh, scheiße. Ja, die Tankstelle gibt es nicht mehr lange. Ja, das ist gut. Also Leute, nicht rauchen an der Zapfsäule, weil das ist scheiße. Don't try this at home.
Boing, alles ist zerstört. Ouch, my ears are ringing. We both should be deaf by now. Okay, I'm gonna scrounge up some equipment. There might not be any at our destination. Also Carlos hat jetzt gesagt, seine Ohren klingen natürlich jetzt voll extrem, das ist nur egal. Dann hat er noch irgendwas gesagt von wegen, ja, wir wären fast gestorben und ja, jetzt macht er sich halt auf den Weg weiterzumachen, obwohl wir eigentlich das Ganze machen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall das Maschinenöl und hier an dieser Stelle habe ich auch ein paar Zombies gemietet. Oh, scheiße, da kommen eh schon welche. Ah! Ja gut, wir haben eh die Schrot, das ist nicht so schlimm. Und der kriecht auf den Boden. Was bist denn du für ein Schwein? Kopf weg, alles klar. Die Tür hat sich ja geöffnet, genau hier. Und jetzt habe ich keinen Platz mehr, verdammt. Egal. Nein! Scheißegal, wir gehen einfach wieder zurück und holen uns und mischen mal schnell die Pulver und holen uns dann den Gegenstand, der da in dieser Statue drinnen ist. Und drei grüne Kräuter haben da in der Ecke gelungert. Ja, aber die konnte ich jetzt nicht mitnehmen, leider. Ja, ja. Aber wir wissen, dass sie da sind. Sie genau, sind da. Das ist schon mal das Wichtigste. Sie warten auf uns. Genau. Ganz, ganz fest. Und übrigens ist das dieselbe Uniform, die Jill auch in meinem Remake-Let's Play trägt. Man muss dafür einfach nur das Spiel, also das Remake zweimal durchzocken. Also einmal auf einfach und einmal auf fortgeschritten. Und es gibt hier auch im dritten Teil mehrere Sonderuniformen, aber ich zeige die deswegen nicht, weil die nicht relevant sind. Jill ist einfach mit diesem Outfit am geilsten. Es ist so. Es ist so. Oh, nee. Es ist so witzig, dass Männer, die das Let's Playen, übelst abgehen immer auf Jill. Das ist voll geil. Ja, es ist eine geile Sau. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das ist doch eine Computerfigur. Ist ja gut, egal. Als Frau kann man das nicht so, jetzt könnten wir die Spezialmoni machen. Die mache ich allerdings nicht, weil sie nicht mit der Eagle kompatibel ist. Nicht kompatibel. Ich benutze hier voll die Fachausdrücke, obwohl ich eigentlich dumm wie Stroh bin, ne? Wieso? Was ist denn jetzt ein Fachausdruck gewesen? Kompatibel. Pff, ist kein Fachausdruck. Okay, dann halt nicht. So. Nein, das war natürlich gehobene Sprache, ist klar. Ne? Jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich jetzt hin muss, verdammt. Ah ja, genau, wir müssen ja das Krautzeug holen und dann wieder zurück, weil dann müssen wir das nächste Feuer löschen. Genau. Ja, Feuerwehr. Nee, Blödsinn. Wir müssen zuerst... Ja, sicher. Nicht den prallen Schlauch schwingen. Okay, das war jetzt pervers. Gar nicht. Wie du, dann lass doch die Anspielung einfach mal im Raum stehen, verflucht. Jetzt kommuniziere das doch nicht immer gleich. Ich bin ein Mann, was erwartest du? Ja, stimmt. Hab ich vergessen. Memo an mich, keine doppeldeutigen, beabsichtigten Anspielungen mehr. Ich lebe damit. So, holst du jetzt alle drei Kräuter noch? Sicher. Yay. Und warum ja, das Spiel hängt, kann ich selber nicht genau sagen. Ich schätze mal, das liegt an meinem Spiel selber, weil das ist, wie gesagt, eine CD, die habe ich, seit ich 13 oder 14 bin. Ja, die ist halt schon ein bisschen in Pension. Hm. Wenn man das mal so ausdrücken kann. Und ich schaue die ganze Zeit links auf meine USB-Hub, dass der nicht wieder abkackt. Und ich drücke die ganze Zeit die Daumen. Und so, habe aber immer noch die Cheerleader-Puscheln am Anschlag. Okay, das war jetzt auch wieder zweideutig, aber naja. Hä? Was du alles zweideutig siehst? Eine Bronzestatue von dem Bürgermeister von Raccoon City. Dort ist ein Schalter, möchtest du ihn drücken? Genau, und er hat... Er hält etwas in der Hand. Oder sie hält etwas in der Hand, also die Statue. Das ist, glaube ich, eine R. Ja, das sieht man auch. Das ist der Bürgermeister. Ja, aber im Englischen... Ja, ja, das ist aber die Statue, ne? Oder die Büste, wenn du so willst. Es ist eine Büste, keine Statue. Also sie. Aber im Englischen ist sowas ja alles it. Auch Tiere, wenn sie nicht explizit irgendwie einen Namen haben. Also wenn es jetzt nicht wirklich so im Sinne von Familienmitglied oder so ist. Dann sagt man ja auch nicht beim Hund, beim Dog, sagt man auch nicht he, sondern man sagt it. Also falls ihr irgendwelche Lehrschwächen habt, könnt ihr gerne auf ihren Kanal vorbeischauen. Sie unterrichtet euch dann privat. Nein, ich mache auch Let's Plays. Aber ja, da zur Abwechslung, dann, ab und zu mal. Da wird dann achtmal so viel geklugscheißert. Ja, also ich spiele praktisch nebenbei, während ich klugscheiße. Nein, stell mich jetzt nicht so hin, verdammt. Das ist ja voll die Scheißwerbung hier. Es ist nur Tatsache. Dass ich klug bin, oder was? Ja, aber nicht dumm, ne? Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber du hast den Satz beendet. Aber es ist so. Nein. Na, Quatsch.
Jetzt mach dich mal selber nicht so runter. Hallo, Let's Play, Selbstbewusstsein, Peng Peng. So, jetzt haben wir ein dreifaches Grau. Das mache ich noch ein zweifaches. Soll ich jetzt ein zweifaches machen? Macht es. Nein, nein, nein. Macht's nicht. Nee. Pack die einzelnen. Wir haben genug gemischte Heilkräuter. Pack die einzelnen rein und also warte lieber. Also, man sieht eigentlich, wir haben von Fortschritt her eigentlich sehr viel Zeug und sehr gutes Zeug. Nee. Dann lege ich ein Kraut mal für alle Vorsicht ab. Aber das Buch muss ich mitnehmen. Es geht mir tatsächlich in Resident Evil, geht es mir persönlich immer so am Ende, ich habe viel zu viel Heilzeug. Da ist die ganze Kiste voll. Nur beim zweiten Teil. Bei mir irgendwie bei allen bisher. Ich habe alles voll irgendwie und denke dann, ja. Ja. Weil du einfach die Beste bist, ne? Oh, danke schön. Das hört man doch gern. So, jetzt müssen wir gleich mal das Buch einsetzen, um den Kompass zu erhalten und dadurch wieder eine Gegenstand zu bekommen und dann müssen wir quasi wieder jetzt hin und her rennen. Also ich sage jetzt mal, der Part endet quasi mit Rennerei, aber ja, das ist halt Resident Evil. Das gehört dazu. Genau. Das Buch der Geheimnisse. Ein Kompass? Was bekommt man da? Ja, ein Kompass. Oh Gott, ich habe das Spiel vor nicht mal 4 Wochen oder so gezockt und ich kann mich schon gar nicht mehr wieder dran erinnern. Ja gut, du musst auch viel lernen, ne? Ja. Er steht sogar da, Bronze Kompass. Ach, stimmt, ja. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Genau. Wie gesagt, ich bin jetzt 25 und habe die meisten Spiele vor Ewigkeiten gespielt und kenne eigentlich die Spiele, fast alle, die ich je gezockt habe, alle fast, also nicht auswendig, aber so ziemlich noch immer gut. Weil ich vergesse sowas eigentlich irgendwie nicht. Und schon gar nicht Resi 3, weil das ist so übelst kurz, wenn man es kann. Resi 3 habe ich bisher nur 2-mal gespielt. Also ich glaube, ich bin jetzt beim 120. Versuch oder so. Ach du meine Güte. Na, bei mir geht's so, wie gesagt, mir geht's so beim ersten Teil, beim allerersten Teil. Also ihr merkt Teil. Schon, den kann ich dir im Schlaf gar nicht dir den spielen. Es ist einfach Nein, so. Nein, du bist einfach ultra engagiert. Kein Kommentar. Was denn? Oh, du Scheiße. Hundis. Nee, ihr könnt mich jetzt kreuzweise. Ja, oh, an den kannst du vorbeilaufen. Ah, den kannst du vorbeilaufen. Renn doch weg, Mensch! Ja, was tue ich denn gerade? Wie wollen wir denn Rock? Das Schöne ist, ich höre deine Reaktion, bevor ich das Bild sehe und weiß schon irgendwie, was gleich kommt. Ja, davon kann ich nichts. Ja, das soll, wie gesagt, das ist keine Kritik an dir. Es ist bloß einfach die Technik, die nicht immer unser Freund ist. Aber das genau. Ist ja nicht schlimm. So, jetzt setzen wir hier das Kompass-Teil ein. Und ja. Stimmt, Was kriegen wir? Der Bürgermeister dreht sich. Und wir bekommen. Dreht sich. Eine Batterie. Ach du Scheiße, wir müssen bei den Kriechviechern vorbei. Oder? Die Kriechviecher kommen wieder. Na, jetzt haben wir eine Batterie, du. Da können wir jetzt einsetzen. Ganz cool. So. Genau, und sozusagen. So. Und da kommt auch wieder Nemesis, glaube ich. Was? Der Nemesis und kommt und rennt. Und die fressen gerade voll gemütlich, aber naja. Was auch immer hast die jetzt wieder gestört. Was hab ich gestört? Zur Not fressen sie sich auch selber. Zombies und Hunde und so, die sind da nicht so. Genau, die sind nicht vegetarisch. Ach. Die kennen das gar nicht. Vegetarisch ist überbewertet und für den Arsch. Genau, sozusagen. Nein, das sollte jetzt kein kritisieren, der Vegetarier ist. Macht ruhig weiter. Genau. Jeder wie er möchte. Genau. Wir sind da tolerant. Genau. Was brauche ich jetzt eigentlich? Das Maschinenöl brauche ich jetzt derweil noch nicht. Das kann ich dann bei Gelegenheit holen. Die Wrench brauchst du? Die habe ich sowieso mit. Genau. Ich nehme jetzt einfach mal ein Kräutchen mit. Das kleine lege ich ab, deswegen nehme ich mal das zweite große mit. Mhm. Ui, ich habe noch immer 2 einzelne. Ja, leck mich doch am Arsch. Geil. Ja, aber misch die doch erstmal nicht, ne? Nee, sowieso nicht. Und für alle Willst Fälle. Willst du mal speichern? Ja, genau. Super Idee, danke. Mhm. Dann nehme ich jetzt mal ein rot-grünes noch mit und ja, da die 14 Minuten eh schon wieder erreicht sind, schaue ich jetzt da mal eben. Speichern? Ja, sehr das gut. Auch, das sowieso. Boah, wir haben übelst viel Heilung. Ja, alles voll. Super cool. Schön. Das ist genial. Wir haben sogar die Box, die wir damals von Nemesis bekommen haben, noch immer voll, wie man hier sieht. Aber scheiß drauf, ne? Das ist geil. Mir gefällt's. Wir haben's ja. Und wir haben noch ein Farbband. Fucking verdammt, wir müssen eins holen. Wir müssen irgendwann mal wieder ein paar holen. Aber egal. So, Leute, dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, auch wenn die 15 Minuten noch nicht ganz erreicht sind, scheißen wir drauf. Ja, würde mich natürlich über einen Kommentar und ein Like freuen, oder zumindest eines von den beiden. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part von Resident Evil 3 Nemesis wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss.